So langsam wird es draußen kälter und kälter und kälter und das bedeutet, der Winter fängt so langsam an. Und das wiederum bedeutet, dass wir nicht nur unsere Garderobe ändern müssen, sondern auch unsere Treter da unten. Auch wenn es in Deutschland gefühlt im Winter nicht mehr so mega kalt wird wie noch vor Jahren, müssen wir nichtsdestotrotz unsere Schuhauswahl im Herbst und im Winter einfach ein bisschen ändern. Heute geht es um das Thema Winterschuhe. Winterschuhe sollten dich als allererstes Mal im Winter erstmal schützen, warm halten, idealerweise auch noch wasserdicht sein und zu guter Letzt natürlich auch noch stylo aussehen. Und über jede Kategorie an Winterschuhen, über die ich heute in diesem Video spreche, packe ich euch eine Auswahl an Schuhen in die Infobox rein und verlinke euch da einfach ein paar Schuhe, damit auch auf jeden Fall für jeden was mit dabei ist. Ja Leute, ich liebe auch meine sportlichen Sneaker. Absolut, ja. Aber im Winter müssen die zur Seite geschoben werden. Im Winter greife ich ausschließlich nur noch auf Ledersneaker zurück. Und auch nicht auf meine weißen Ledersneaker, ja. Die sind mir einfach im Winter zu schade. Also die weißen Ledersneaker werden auch zur Seite geschoben. Und ich tausche meine weißen Ledersneaker dann gegen schwarze Ledersneaker. Also die gleichen im Prinzip, nur in schwarz. Die weißen Ledersneaker sind mir im Winter einfach ein bisschen zu schade, weil die werden halt schnell dreckig. Und bei schwarzen Ledersneakern, da sieht man auch nicht jeden Dreck direkt. Und ganz wichtig an dieser Stelle, dass ihr auch auf jeden Fall auf Ledersneaker zurückgreift, weil man die natürlich A, viel besser sauber machen kann und im Winter werden die natürlich auch öfter mal dreckig und B, hält richtiges Leder natürlich auch wärmer als irgendwie ein Kunstleder. Alternativ zu meinen schwarzen Ledersneakern habe ich mir jetzt noch braune Ledersneaker mit dazu geholt, damit ich einfach ein bisschen Variation in meine Kombination reinbringen kann. Die haben auch ein etwas dickeres Leder, was ich ganz gut finde und generell, wem flache Ledersneaker im Winter zu kalt sind, kann ich verstehen. Ja, jeder Mensch ist unterschiedlich. Der kann auch auf High-Top-Ledersneaker zurückgreifen. Die gehen einfach über den Knöchel und halten somit auch ein bisschen wärmer. Und wie gesagt, ich habe eine Auswahl an verschiedenen Schuhen für euch in der Infobox verlinkt. Und was auf gar keinen Fall in unserem Schuhschrank fehlen darf, sind Boots. Besser gesagt, Chelsea Boots. Chelsea Boots sind super flexibel zum Kombinieren und einfach ein Must-Have-Boot für uns Männer. Chelsea Boots gibt es in super vielen verschiedenen Farben und sind wirklich einfach zu kombinieren. Und genau das gefällt mir halt auch an Chelsea Boots. Chelsea Boots kannst du zum Beispiel etwas eleganter tragen, wenn du zum Beispiel ein Leder-Chelsea Boot trägst mit einem eleganteren Outfit. Aber du kannst Chelsea Boots auch super im Alltag tragen und super im Alltag mit ganz normalen Alltagsoutfits kombinieren. Also Chelsea Boots sind wirklich sehr flexibel. Und was ich vom Look halt noch sehr cool finde, ist bei einem Chelsea Boot, dass Chelsea Boots halt keine Schnürsenkel haben und auch relativ schmal geschnitten sind, sodass sie halt auch sehr elegant aussehen. Falls du persönlich noch keinen Chelsea Boots in deinem Schuhschrank haben solltest, dann mein Freund, dann wird Zeit. Die nächsten Boots funktionieren perfekt im Herbst, aber auch im Winter. Und zwar spreche ich von Desert Boots. Vom Look her ähneln Desert Boots tatsächlich den Chelsea Boots sehr doll. Allerdings haben Chelsea Boots keine Schnürsenkel und Desert Boots haben wiederum Schnürsenkel. Vom Look and Feel sind Desert Boots wirklich ähnlich zu Chelsea Boots. Man kann die auch ähnlich wie die Chelsea Boots super flexibel kombinieren. Allerdings haben sie halt Schnürsenkel. Man kann es eigentlich so vergleichen, wenn ein Chelsea Boot mit einem Anzugsschuh ein Kind bekommt, dann haben wir den Desert Boot. Ja, so kann man sich das, glaube ich, ganz gut merken. Also wie gesagt, ähnlich flexibel kombinierbar wie die Chelsea Boots und da sie vom Knöchel halt einfach etwas höher sind, von daher auch perfekt für den Winter. Zu der nächsten Kategorie könnte man tatsächlich sogar ein ganzes Video machen, denn da gibt es so viele verschiedene Arten von Schuhen in dieser Kategorie. Vielleicht kommt das auch noch, die Rede ist von Schnürstiefeln. Schnürstiefel dürfen im Winter auf gar keinen Fall bei keinem Mann im Kleiderschrank fehlen und meine ganz klare Empfehlung liegt da auf schwarze Leder-Schnürstiefel. Schwarze Schnürstiefel sollten auf keinen Fall in einem Schuhschrank von einem Mann fehlen. Gerade im Winter brauchst du einfach schwarze Schnürstiefel. Und mit schwarzen Schnürstiefeln kannst du auch nichts falsch machen, weil du schwarze Schnürstiefel tatsächlich im Winter mit fast jedem Outfit irgendwie kombinieren kannst. Und meine klare Empfehlung liegt da auf einen eleganteren schwarzen Schnürstiefel, wie zum Beispiel diesen hier. Den habe ich im letzten Jahr bei Zara gekauft, hat roundabout so 100 Euro gekostet und den habe ich im letzten Jahr wirklich super oft getragen. Aber solche Art von Schnürstiefeln findest du wirklich verschiedene Modelle von verschiedenen Marken und Herstellern und auch in unterschiedlichen Preiskategorien. Also da wirst du definitiv fündig werden. Und alternativ zu den eleganteren schwarzen Schnürstiefeln habe ich halt noch etwas roughere schwarze Schnürstiefel, dass ich halt vom Style her so ein bisschen flexibler bin und das auch ein bisschen rougher kombinieren kann, wenn ich möchte. Und zwar nutze ich da meine Docs. Docs sind natürlich nicht jedermanns Sache, aber ich muss sagen, wenn man die Dinger irgendwann eingelaufen hat, dann sind die
wirklich Bombe. Also zu Anfang sind die Docks wirklich ein bisschen unbequem, aber lauf da erstmal ein paar Meter drin, dann wird es besser und irgendwann wirst du sie lieben. Last but not least, Leute, die guten alten Mountain Boots oder Hiking Boots oder wie auch immer ihr diese Kategorie nennen möchtet. Mit diesen Teilen muss man ja nicht zwangsweise einen Berg hochklettern oder wandern gehen, sondern solche Dinger kann man natürlich auch im Alltag tragen. Denn da gibt es nämlich auch Modelle, die wirklich sehr stylisch sind, die man auch zu etwas eleganteren Looks tragen kann. Und gerade wenn es draußen eklig und matschig wird, dann sind solche Schuhe natürlich top, denn die halten wirklich richtig schön warm, weil sie halt meistens von innen gefüttert sind. Und ein Klassiker aus dem Bereich, den wahrscheinlich auch viele Leute von euch kennen, ist der Timberland. Und mit dem Timberland muss man natürlich nicht zwangsweise den Berg hochkraxeln, sondern den kann man natürlich auch super im Alltag anziehen. Und mittlerweile gibt es auch verschiedene Modelle und verschiedene Variationen von den Timberlands. Also ich bin mir sicher, dass du auch in der Kategorie Mountain Boots definitiv eine Option finden wirst. Also Leute, werft auf jeden Fall auch einen Blick in die Infobox rein. Ich habe euch da wirklich einige Schuhe verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Winter mit warmen Füßen und vor allen Dingen mit stylischen Schuhen.